Hallo, Hallo. da bist du. Ja. Einen schönen Valentinstag dir. Ja, dir auch. Stimmt. Ja, es ist ja ziemlich passend, dass heute auch der Tag der angeborenen Herzfehler ist. Der CHD Awareness Tag ist heute halt auch, ne? Ja, genau, das stimmt. Ich habe Ja, wollen wir es erstmal so machen, dass du dich mal vorstellst, dass ich dann im Anschluss vielleicht erzähle, weshalb ich bei diesem Projekt total, also gar nicht viel nachdenken musste, um zuzusagen. Und dann sprechen wir so ein bisschen, ja, aber jetzt habe ich so ein paar Fragen und dann quatschen wir einfach eine Runde. machen wir. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr die auch immer gerne in den Kommentaren stellen. Genau, fragt immer alles, was ihr wollt. ja, also ich bin Ricarda, ich bin 26 Jahre alt und habe mit 20 meine erste Herzmuskelentzündung gehabt. Ja, bin dann Triathletin geworden, hatte aber durch die Herzmuskelentzündung einen Herzschrittmacher bekommen, was mich nicht aufgehalten hat. Ja, bin dann auch Halbmarathon gelaufen und habe dann auch gerade Sorry. meine zweite Herzmuskelentzündung bekommen. Und ja, seitdem bin ich nicht mal annähernd mehr so fit, was ich damals gewuppt habe. Aber ja, ich habe mir das einfach als Chance gesehen, ja, darüber aufzuklären, dass man nicht mit Erkältung Sport machen soll, auch nicht zur Arbeit gehen soll, weil eine Herzmuskelentzündung kriegt man nicht immer nur, weil man Sport macht, sondern auch, wenn man sich überarbeitet oder sonst irgendetwas verschleppt einfach. Ja, habe das Projekt Herzsinus in dem Rahmen gegründet und ja, arbeite mit dem BVHK, also Bundesverband für herzkranke Kinder, zusammen und sammle für die Spenden. Voll gut. Also da ist es eigentlich so, dass es ja erstmal sicherlich total der Schock war, da jetzt auf einmal dann auch einen Herzschrittmacher zu benötigen. Vor allen Dingen dann so mit Anfang 20, wenn man da so mitten im Leben steht. Aber es klingt so, als wenn du dir das eher auch als Chance gesehen hast. Also wahrscheinlich nicht in dem Moment direkt, aber mit so ein bisschen ja, Weitblick im Anschluss, wenn der Schock überwunden ist, könnte ich mir vorstellen. Ja, also die erste Herzmuskelentzündung habe ich super verkraftet. Also ich bin 2 Wochen nach Implantation des Herzschrittmachers sofort einen Wettkampf gelaufen und es lief alles Krass. wirklich super. Die zweite Entzündung, die war dann das große Problem. Und das hat auch echt, glaube ich, 1 Jahr, 1,5 Jahre gedauert, bis ich halt wirklich das akzeptiert habe, dass da jetzt ein Cut ist. So. Also das hat echt gebraucht, einfach das anzunehmen, dass ich halt nicht mehr so fit bin wie, ja, wie zur Wettkampfzeit, ne? Ja. Ja. Ja, also bei mir ist es ja so, also als ich von dem Volker, das ist ein Mitarbeiter vom BVHK, ich muss immer, ich bin nicht gut in Abkürzung, Alles klar. als ich da die E-Mail bekommen habe, man sieht uns nicht mehr. Oh, Warum sieht? ich krieg gar keinen Chat mit. Oh. Also, als ich die E-Mail bekommen habe, war ich sofort, ja, sage ich total gerne zu und unterstütze, weil ich hatte lange Zeit eine Patientin, die mit einem halben Herzen zur Welt gekommen ist. Und also ich darf da jetzt recht offen drüber sprechen. Ich werde keine Namen nennen und so, aber ich habe da mit den Angehörigen gesprochen, ob ich das überhaupt erzählen darf. Die kam mit einem halben Herzen zur Welt, hat dann Herzschrittmacher bekommen, musste auch, also hatte in der Schule sehr viele Schwierigkeiten, war dann und war auf einer Sonderschule, hat dann aber, ja, war wirklich eine Kämpfernatur, hat dann ihren Realschulabschluss gemacht, hat dann eine Ausbildung begonnen und auch abgeschlossen, hat dann vor ein paar Jahren geheiratet und hatte ein eigenes Pferd, eine Pflegetochter und im letzten Jahr ist sie dann leider verstorben, jetzt gar nicht an der Herzerkrankung, sondern weil sie dann noch eine Krebserkrankung hatte. Und ich hatte da ja, auch noch viel Kontakt und
das hat mich sehr geprägt und deswegen finde ich das ganz wichtig, da zu diesem Thema aufzuklären, denn auch Herzerkrankungen sind Erkrankungen, bei denen man psychotherapeutische Unterstützung bekommen kann, bei denen man auch erstmal lernen muss, damit umzugehen. Also ich denke, du wirst es kennen, dieses, du hast das Ziel gehabt, Marathon zu laufen oder dann Ironman zu machen oder ich weiß nicht was. Und dann sich von diesem Lebenstraum auch zu verabschieden. Und das ist dann, glaube ich, etwas, wo man dann auch Unterstützung braucht. Einfach auch die Krankheitsannahme, der Umgang damit und da vielleicht auch irgendwas in Anführungsstrichen Gutes rauszuziehen aus der Erkrankung. Also Krise als Chance, das sage ich immer ganz gerne, weil das habe ich auch bei der ehemaligen Patientin gemerkt. Die hat trotzdem sich nicht aufgegeben. Die hat immer weiter gekämpft, obwohl die Ärzte da schon nach bei der Geburt gesagt haben, die wird keine 20 so. Und das versuche ich auch immer wieder meinen Patienten zu vermitteln, egal wie schlecht es ist und egal, ob ein Arzt oder Therapeut sagt, ja, sie sind austherapiert oder so, man kann immer selber vieles noch verändern. Also mir hat man auch gesagt, ich werde keine 20 so. Und da habe ich von dieser Patientin einiges gelernt. Und deswegen finde ich das ganz toll, was da dieser Verein auch macht. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch gebraucht, aber jetzt so im Nachhinein sage ich, cool, dass es so gelaufen ist, so schwer es auch war, aber ich studiere jetzt. Ich hätte nie dran gedacht, sonst zu studieren. Also ich hätte dann Weshalb? voll mein, na, ich hatte halt meinen Sportalltag, ne? Also mein Alltag war nach dem Sport ausgerichtet. So, da war kein Platz noch zu studieren. So, also da war keine Zeit zu. Und ich hätte nie daran gedacht, dass ich das auch schaffen würde oder dass ich da Bock drauf hätte und sowas. Aber dadurch, dass ich natürlich körperlich nicht mehr ausgelastet bin, suche ich natürlich irgendwas, um anders ausgelastet zu sein. Und durch das Studium bin ich kognitiv ausgelastet. So, und das erfüllt mich genauso. Und ich finde es total, ja, cool, dass das jetzt so gekommen ist. Und natürlich habe ich auch Tage, wo ich trotzdem noch sage, ey, ich habe keinen Bock mehr, so, ne? Weil es dann einfach nervig ist oder. Ich habe jetzt seit 1,5 Wochen einen Infekt und wie frustriert war ich einfach gestern, dass ich nicht spazieren gehen konnte, so, ne? Das hat man trotzdem und das ist total normal und das darf auch, denke ich, sein. Einfach und das muss auch sein. Aber man muss halt trotzdem dann wieder aufstehen und sagen, hey, ich fokussiere mich trotzdem aufs Positive und ich komme trotzdem weiter und es ist trotzdem lebenswert und schön, so, ne? Also, Also ja. ist es quasi so, dass du da diese Krise genutzt hast und gesagt hast, so, wie kann ich mich anderweitig auslasten und nach Alternativen gesucht hast, dir Ja. neue Ziele gesetzt hast und dann jetzt studierst. Ja. Ja. Und man muss ja auch nicht studieren. Ne? Es kann ja auch einer sein, der sagt, hier, ich lerne Gebärdensprache oder ich nutze das und lerne Klavier oder sonst irgendwas. Es muss ja nicht immer gleich so was Großes sein. Für mich hat es natürlich auch noch einen weitreichenden Faktor, einfach, dass ich meine Zukunft dahin ausbaue, dass wenn ich meinen aktuellen Job nicht mehr ausüben kann, dass ich dann was habe und nicht erst dann was starten muss. So, ne? Was ist Und dein aktueller Job? Ich arbeite jetzt medizinische Fachangestellte in einer Notfallpraxis. Ja. Und konntest du das Ganze denn alleine so hinbekommen oder hast du dir auch therapeutische Unterstützung gesucht? Ich habe erstmal, glaube ich, ein Jahr ungefähr das alleine versucht zu akzeptieren, weil ich dann halt auch noch so drin war, nee, nee, und ach Quatsch, in einem halben Ich Jahr kann laufe ich wieder. das. Halbmarathon und ach, ich werde es euch zeigen, weil ich hatte das damals tatsächlich, ich habe zwei Hüft-OPs gehabt und damals hat man mir auch gesagt, ja, damit werden Sie kein Halbmarathon laufen. Was bin ich gelaufen? Ich bin Triathlon und Halbmarathon gelaufen. Ne? Also manchmal haben ja Ärzte nicht immer so ganz recht mit den Prognosen, weil es noch selten Erfahrung damit gibt. Genau. Und demnach dachte ich dann so, ach Quatsch, ihr habt schon wieder Unrecht, das werde ich schaffen und ich werde es euch zeigen so. Und ja, aber irgendwann war dann halt das Arztgespräch und wo es dann hieß so, stell dich drauf ein, dass es so bleibt. So und ab dem Punkt habe ich dann auch gesagt, gut, ich suche mir jemanden und es wurde mir auch dazu geraten, halt jemand, der das einfach begleitet, so, weil man
schon damit rechnet, dass das halt entweder so bleibt oder schlechter wird. Was es nicht ausschließt, dass es wieder besser wird, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es halt wieder an diesen Standpunkt zurückkommt, wo ich halt war mit Ziel auf Ironman, das ist halt ziemlich unwahrscheinlich gerade. Ja, und da hast du dann Hilfe gefunden und konntest da dann auch nochmal so ein bisschen Krankheitseinsicht bekommen oder den Umgang damit und dadurch dann auch neue Ziele entwickeln, klingt so. Genau, also ich habe einen Psychotherapeuten gefunden, nach einem Jahr Wartezeit. Das ist halt das Problem. Ich weiß, also ich kann das hier auch nochmal sagen. Viele wissen halt gar nicht, wie das läuft. Also wenn man seine Approbation bekommt, dann heißt das nicht, dass man alle Patienten behandeln darf. Also man kann dann in der Privatpraxis tätig sein, so wie ich aktuell, und Privatpatienten und Selbstzahler behandeln. Aber wenn man einen Kassensitz haben möchte, dann muss erst ein anderer Therapeut seinen Kassensitz verkaufen, seinen ganzen oder einen halben, und dann zahlt man, je nach Lage auch, 50.000 bis 100.000 Euro dafür. Und da gibt es dann halt auch immer ganz viele Bewerber, die dann so einen Sitz haben wollen. Und das macht es so frustrierend auch für Patienten, sich einen Therapieplatz zu suchen. Ja, das stimmt. Ja. Also ich hätte mir natürlich auch schon früher was gewünscht. Damals gab es ja noch nicht die Peer-Beratung vom BVHK. Ich glaube, sonst hätte ich mich dahin natürlich auch gewendet. Ja, aber jetzt gibt es sie ganz aktuell noch. Genau, da wollten wir ja auch nochmal drüber sprechen. Also der BVHK hat da jetzt eine Peer-Beratung ins Leben gerufen. Magst du da mal so ein bisschen was drüber erzählen? Ja, das ist wie Jugendnotmail, beziehungsweise arbeiten sie mit Jugendnotmail zusammen, soweit ich weiß. Mhm. Und das ist halt gezielt für Jugendliche mit angeborenem oder frisch erworbenen Herzfehler, aber auch jungen Erwachsenen natürlich, die einfach da eine Unterstützung brauchen oder Fragen haben oder sich halt alleine fühlen und halt gezielt von anderen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen mit einem Herzfehler betreut werden. Also man hat ja einfach doch nochmal ein ganz anderes Verständnis, als wenn es jemand macht, der halt gesund ist. So hart gesagt so, ne? Also gut, was ist in der heutigen Gesellschaft gesund, aber das ist ja nochmal was anderes oder ein anderes Verständnis, wenn jemand das Ähnliche durchgelebt hat. Ja, und da kann ich mich, also mit was für Anliegen kann ich mich als junger Mensch mit angeborenem oder erworbenem Herzfehler, mit was für Anliegen kann ich mich da an die Peer-Beratung wenden? Mit allem, was du hast, also alles, was dich bedrückt oder beschäftigt irgendwie in dem Rahmen. Und selbst wenn du sagst, es drückt jetzt aber gerade im Familienleben und betrifft gar nicht so speziell den Herzfehler. Also das werden die mit dir dann erarbeiten und die werden dich sonst auch weiterleiten an einen Psychotherapeuten oder sowas. Aber es ist ja erstmal, dass dich jemand begleitet und du dich nicht allein gelassen fühlst. Weil ganz oft ist ja das Problem, dass man vielleicht auch am Anfang gar nicht darüber reden mag oder sich nicht traut, darüber zu reden oder sich nicht verstanden fühlt vom Umfeld, weil die das gar nicht so verstehen, was man gerade durchlebt. Also ich kann dir zwar erzählen, zum Beispiel, wie es ist, einen Herzschrittmacher zu haben, aber letztendlich, was das wirklich bedeutet und was das mit dir macht, das würde ich nie in Worte rüberbringen können. Ja. Und natürlich kann ich dir sagen, das ist schon krass zu wissen, irgendwie man ist abhängig von so einem kleinen Gerät, aber ja, es fasst es halt nicht in Worte, wie es halt wirklich ist, das zu wissen. Ne? Und weshalb glaubst du, dass es so wichtig ist, sich mit anderen über die eigene Erkrankung auszutauschen? Ich denke schon, dass das weitreichende Konsequenzen auch bis in Depressionen reinhaben könnte oder andere Formen. Und ich finde, dass viele sich halt nicht trauen und sie müssen halt darüber reden lernen, auch ein Stück weit. Also es bringt halt nichts, das in sich hineinzufressen, weil man wird irgendwo immer irgendeinen Pol haben, der kontraproduktiv ist halt. Ja, und einfach auch zu hören und zu fühlen,
da gibt es jemanden, dem es ähnlich geht. Oft fühlt man sich ja total alleine, sei es jetzt die Herzerkrankung oder eine psychische Erkrankung oder eine andere körperliche Erkrankung. Man ist da seltenst mit alleine und da sich auszutauschen, zu merken, anderen geht es ähnlich und auch zu gucken, was hat, da kann der eine erzählen, was hat mir geholfen, der andere, was hat ihm geholfen. Vielleicht kann man sich auch über Ärzte austauschen oder über Zentren, also es gibt ja dann viele Herzzentren für Kinder auch, wo die dann halt Experten haben, ne? Und da zu merken, ich bin nicht alleine und das finde ich total gut, dass der Verein da jetzt dann auch so eine Peer-Beratung hat. Ich kenne das halt von Jugendnot-Mail oder auch von U25 von der Caritas. Da ist es so, so wichtig, zu merken, ich bin nicht alleine und da ist jemand, an den ich mich wenden kann, ne? Ja, definitiv. Mal kurz was zwischendurch. Bei mir aktualisiert sich unten der Chat nicht. Also wenn jemand Fragen stellt, dann musst du die vorlesen, weil ich sehe die nicht. Und ich, ja. Bei mir ist auch die Teilnehmerzahl sehr gering, aber die ändert sich auch bei mir überhaupt nicht. Okay. Also ich habe da 22 stehen, aber schon seit Anfang an. Okay. Also bisher habe ich jetzt keine Fragen, sondern da hat jetzt jemand geschrieben, ach je, so lange warten, habe nun auch ein Rezept für die Psychotherapie, hoffe aber, ich muss kein Jahr warten. Bei mir ist das auch krankheitsbedingt, seit ich weiß, dass ich ungeheilbar lungenkrank bin. Also da ist es zum Beispiel, du kannst dich an die Terminservicestelle wenden, die vermitteln dir einen psychotherapeutischen Sprechstundentermin. Da muss jeder gesetzlich Versicherte erstmal hin, um abzuklären, ob Bedarf da ist. Aber so wie das bei dir klingt, ist es auf jeden Fall Bedarf da. Und die vermitteln dir innerhalb von 3 Wochen, meine ich, einen Termin für die Sprechstunde. Allerdings heißt das nicht, dass du bei dem Therapeuten dann auch einen Therapieplatz bekommst. Bei mir auf der Homepage habe ich unter dem Reiter Downloads auch noch meine PDF-Datei mit ganz vielen Tipps, ich glaube 21 Stück oder so, für die Therapieplatzsuche bei einem Kassentherapeuten. Denn nicht jeder kann sich halt auch, wie bei mir, also die Therapie selber finanzieren. Also ich habe halt viele Privatversicherte oder halt aber auch Selbstzahler, die dann in der Lage sind, das selbst zu finanzieren. Aber das kann halt nicht jeder und da muss ich halt gesetzestechnisch unbedingt was tun. Ja, also ich komme halt auch aus einer Großstadt, also ja. Hamburg. Ich glaube, da ist es halt nochmal ein bisschen schwieriger. Ich hatte auch Probegespräche und war eigentlich auch auf so eine Dringlichkeitsliste durch meine Erkrankung einfach, weil es da auch nochmal schlechter war zu dem Zeitpunkt mit dem Herzen. Aber irgendwie ist da irgendwas schiefgelaufen. Die haben sich dann auch entschuldigt danach. Also irgendwie bin ich dann doch von der Liste auf eine andere Liste gerutscht, keine Ahnung. Und bei meinem jetzigen Therapeuten war das, dass Corona dazwischen kam. Also ich hätte früheren Platz wohl bekommen, aber durch die Corona-Situation ganz am Anfang gab es so viele Krisengespräche und dadurch passte das bei ihm nicht anders. Und das war okay dann für mich. Also okay. Ich kam gut zurecht dann und konnte auch warten. Was man auch machen kann, ist gucken, ob es in der Umgebung ein Ausbildungsinstitut gibt für Psychotherapeuten. Da ist die Wartezeit meistens ein bisschen geringer. Da hat man keine schlechtere Behandlung, sondern eigentlich fast meistens noch eine bessere, weil die Ausbildungskandidaten immer regelmäßig in Supervision sind und dann da ein erfahrener Supervisor, Psychotherapeut halt mit drauf guckt. Das wäre auch nochmal ein Tipp. Und hast du dich denn, also als du die Diagnose bekommen hast, da gab es diese Peer-Beratung ja noch nicht, hast du dich denn so auch mal mit anderen Betroffenen ausgetauscht, irgendwie vielleicht welche, die du im Krankenhaus kennengelernt hast oder so? Also ich bin ja auf die Erwachsenenstation gekommen. Okay. Dadurch hatte ich eher so über 80 Patienten neben mir liegen. Das war halt irgendwie eher immer sehr anstrengend, weil man dann natürlich immer irgendwelche Sprüche bekommt, auch beim Herzschrittmacher auslesen, da sitzt man dann zwischen 70, 80-Jährigen. Also ich habe es bisher in den ganzen 6 Jahren, wo ich es jetzt habe, noch nie ein junges, anderes Mädchen oder einen jungen Mann gesehen, irgendwie, der mein Alter hatte und auch auf einen Termin dort wartete. Ja. Ich habe halt über Instagram einige kennengelernt.
Am Anfang tat ich mich so ein bisschen schwer, weil ich habe natürlich keinen angeborenen Herzfehler. Dadurch ist es immer ein bisschen schwierig, da so seinen Weg drin zu finden. Das finde ich halt klasse auch am BVHK. Natürlich sind die spezialisiert auf angeborene Herzfehler, nehmen aber natürlich auch Leute oder unterstützen auch Leute, die einen erworbenen Herzfehler haben, einfach in der Zeit dann. Weil ich gehöre nicht zur Herzstiftung, die ja hauptsächlich für die ältere Generation ist. Also die nehmen auch Jüngere, ne, natürlich. Aber ich fühlte mich da irgendwie nicht so ganz zugehörig von den Texten her. Und zum BVHK von Angeborenen ist es natürlich auch nicht. Und man fällt halt wieder durchs Raster einfach so durch. Aber ja, beim BVHK habe ich dann einen guten Ansprechpartner, den Volker, gefunden und konnte auch dann selbst Fragen zum Beispiel klären, irgendwie mit Studiumunterstützung oder sowas, was man da noch machen könnte. Und wenn du sagst, so durch Instagram hast du einige Betroffene auch kennengelernt, hat dir oder hilft dir da der Austausch auch? Total. Also ja, definitiv. Einfach, es gibt hier eine auf Instagram, die ist auch Sportlerin und auch Triathletin. Das ist dann natürlich noch ein anderer Austausch, als wenn ich mit jemandem schreibe, der vielleicht Sportmuffel ist. ja genau oder halt jetzt so eingeschränkt ist wie ich jetzt. Das hätte ich damals, glaube ich, nicht so richtig annehmen können. So, also ja, aber das ist eigentlich so die breite Mischung war nicht ganz gut. Es gibt bei Facebook auch so eine Herzschrittmachergruppe, da habe ich auch mit jemand, die mit der habe ich noch heute Kontakt irgendwie und wir schreiben immer wieder hin und her und das ist doch angenehm, ja. Ist auch hilfreich einfach, weil wenn ich jetzt eine Freundin anschreiben würde und sagen würde, du, ich habe das Gefühl, dass der heute ganz blöd gepaced hat und ich habe so Brustschmerzen und sowas und sagen würde, Pace heißt, dass der Herzschrittmacher aus. stimuliert. Genau. Und bei manchen Einstellungen merkt man das. Also ich merke es zumindest und es tut ziemlich weh dann. Und ich hatte vor kurzem erst so eine Situation, da hätte ich keine Person, die das nicht hat und die da kein Hintergrundwissen zu hat, anschreiben können. Weil die hätte mir gesagt, fahr sofort ins Krankenhaus. So, ne? Und da kann man sich dann halt mit jemand anders, der auch einen Herzschrittmacher hat oder in die Richtung Erfahrung hat, mit der kann man sich ganz anders austauschen und sagen, hey, komm, was würde der Arzt machen? Also das Ganze einfach durchreflektieren und sagen so, okay, es ist halt einfach jetzt so. Oder man beruhigt sich gegenseitig und sagt, hey, ich hab das auch manchmal oder so, ne? Also ja, ist auch ein anderer Austausch. Und wie kann ich mit der Peerberatung und dem BVHK in Kontakt treten? Also was Also muss ich da machen? mit dem BVHK kann man ja per Mail, per Website, per Facebook haben die sogar. Sie haben sogar einen YouTube-Account. Ich glaube, darüber kann man auch Leute anschreiben. Und natürlich auch einen Instagram-Account. Das ist natürlich das Schnellste dann für jemanden, gerade jetzt, weil wir auf diesem Kanal gerade sprechen. Mit der Peer-Beratung läuft das über deren Website. Ich glaube, das läuft unter www.bvhk.de, dann auf den Service-Button und dann auf Peer-Beratung. Und da gibt es, glaube ich, dann weiterführenden Button, genau. Ja. Und also du sagtest eben schon, ich kann mich da eigentlich mit jedem Anliegen dran wenden. Hast du mal so ein paar Beispiele, wenn es jetzt auch Menschen gibt, die zuschauen, die sich aber unsicher sind? Ja, kann ich mich da einfach melden? Ich habe einen Herzfehler und meine Mutter nervt, weil ich im Homeschooling nicht so aufmerksam bin. Genau, sowas oder einfach Unsicherheit, so irgendwie, ja, alle finden einen Job, irgendwie so Abschlussklasse, alle finden einen Job, wissen, was sie machen wollen und ich habe aber so Einschränkungen, ne? Oder ich werde gemobbt, weil alle irgendwie total da weglaufen können beim Sportunterricht und ich nicht hinterherkomme. Aber es können genauso auch, ja, ich habe meinen ersten Freund und ich weiß nicht, wie das laufen soll oder wie ich ihm das mitteilen soll mit dem Herzfehler, ne? Also es kann wirklich von bis sein, so alles, was halt einen irgendwie beschäftigt und wo man sagt, das möchte ich gerade nicht besprechen. Es gibt ja aber auch welche, die einfach zum Beispiel merken, sie am Herz stolpern oder sowas und fühlen sich damit unwohl und wissen eigentlich, ha, ich müsste damit eigentlich zum Arzt oder so, aber trauen sich das vielleicht ihren Eltern nicht zu sagen, weil man Schiss hat, die auch zu beunruhigen, ne? Dann kann man sich da natürlich auch erstmal ranwenden und irgendwie vielleicht eine gemeinsame Situation ausarbeiten oder einen Lösungsweg ausarbeiten, wie man das Ganze dann angehen kann, ne? Ja.
Das ist aber nicht so wie zum Beispiel bei, ich meine, dass es bei U25 so aus ist, dass es anonym ist, sondern Doch, dass das man. ist anonym. Das ist Ah, komplett okay. anonym. Genau, und hinter dem anderen Ende der Empfänger von der Mail, dort sitzen halt auch Herzkranke, die sind ehrenamtlich tätig, die werden aber auch psychologisch betreut. Also falls die sagen, hey, das ist mir gerade zu much oder ich komme da jetzt gerade nicht selbst weiter oder ich brauche Hilfe, werden die genauso in der Supervision beraten und können das auch weiterleiten. Ja. Genau. Und wie, das fällt mir gerade noch so ein, wenn jetzt vielleicht auch einige hier zuschauen, die auch einen Herzfehler haben und sagen, ja, ich würde auch gerne Peer-Berater werden. Muss man da irgendwie so eine Ausbildung für machen? Weißt du das? Also ich glaube schon, dass man da Schulungen bekommt. Also bestimmt definitiv. Ja. Da würde ich mich einfach direkt an den BVHK wenden. Einfach da hinschreiben und fragen. Ja. Ja. Und wenn ich jetzt da irgendwie eine Mail schreibe und mich mit meinem Anliegen an die Peer-Beratung wende, was kann ich denn dann erwarten und was kann ich nicht erwarten? Also ich, ja, also du kannst auf jeden Fall Hilfe erwarten, die ich irgendwie da ein Stück weit unterstützt. Wenn du natürlich jetzt sagst, ich möchte da eine Freundschaft jetzt drin sehen oder werde da private Kontaktdaten austauschen, das wird dich da halt nicht erreichen. Also das wird da nicht passieren. Das ist halt wirklich eine anonyme Plattform und das ist jetzt nicht zur Freundschaftssuche, sondern halt wirklich, um dir Hilfestellung zu geben. Und ich weiß nicht, über wie viele Nachrichten das hinausgeht. Ich kenne das zum Beispiel bei Jugendnotmail, habe ich das gehört, oder auch bei anderen Plattformen, dass die halt sagen, die haben so ein Kontingent, den sie mit jemandem schreiben, aber sie sind auf eine Lösungssuche aus. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei der Peer-Beratung ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht auch irgendwo ein Limit gibt, ne? Dass man halt sagt, hier, das ist keine Beratung für 3 Jahre, sondern halt Ja. wirklich gezielt, hier, wir unterstützen dich da und suchen aber auch mit dir einen Lösungsweg, wie es halt weitergehen kann, was sinnvoller ist irgendwie. Weil die werden ja auch merken, hey, braucht der jetzt eine Therapie oder braucht der jetzt halt wirklich nur in diesem Thema eine Beratung? Also ich glaube, dass es wirklich sehr, sehr hilfreich sein kann, sich da auszutauschen, zu merken, ich bin nicht alleine damit, Verständnis zu bekommen, weil ich das ja auch bei meiner Patientin mitbekommen habe. Sie musste oft ins Krankenhaus. Man hat dann ja auch teilweise wirklich Ja. Todesängste. Und das kann man ja wirklich nur nachempfinden. Also ich kann da mitfühlen. Ich hatte halt auch eine ähnliche Situation mal, aber wie das dann wirklich ist mit dem Herzfehler, so wenn das Herz nicht richtig schlägt, das ist natürlich etwas, was man nur nachempfinden kann, wenn man es erlebt hat, ne? Also mein Riesenglück war zum Beispiel damals, dass ich mit jemandem geschrieben hatte. Also mir haben die Ärzte damals gesagt, ja, es ist alles psychosomatisch. Also ich bin Treppen runtergefallen, ich bin auf dem Kreisverkehr umgekippt, ich bin auch mitten auf der Straße umgekippt beim Straßenüberqueren und alles. Als das noch nicht diagnostiziert war. Also es war diagnostiziert, man hat auch den Herzrhythmus, also diese Herzrhythmusstörung festgestellt. Aber es war halt irgendwie noch so in dieser Phase von der Herzmuskelentzündung, dass man sagt, man lässt sie erstmal ausheilen. Und dann war halt aber auch so, ja, vielleicht ist es ja auch psychosomatisch. Und mein Glück war damals, dass ich halt jemandem auf Instagram geschrieben hatte, die Medizinstudentin war und die das mitbekommen hat und mitverfolgt hat. Und die hat mich wirklich jeden Tag aufgebaut, dass ich halt an mich glaube und auch sage, ich gehe weiter zum Kardiologen und nicht alles hinschmeiße, weil man lässt sich das ja dann ein Stück weit einreden. Das heißt nicht, dass es jetzt bei allen anderen nicht psychosomatisch ist oder andersrum, ne? Also gar nicht in Schubladen packen. Aber ich finde, man merkt schon, wenn man ein gutes Körpergefühl hat, was ich zum Beispiel als Triathletin gut hatte oder habe, ob es jetzt eine psychische Sache ist oder nicht. Also wenn ich jetzt Herzrasen kriege und merke,
Ich habe Herzrasen, dann verschlimmert sich das natürlich dann nochmal ein bisschen, ne? Dann weiß ich, okay, es ist Somatosophore eine, Verstärkung. genau, es ist eine Verstärkung dann, ne? Aber ja, mein Glück war damals, dass die mich da so gedrängt hat, weiter zum Kardiologen zu gehen. Und dann habe ich halt einen Schritt mal bekommen und dann zack, von heute auf morgen, nicht mehr umgekippt. Alles gut so. Es ist natürlich so, dass wenn Ärzte keine Ursache feststellen können oder nicht weiter wissen, dann wird häufig auch auf die, also es wird dann auf die Psyche geschoben. Das ist häufig auch nicht ganz falsch, so, ne? Also ich habe häufig auch Patienten, die sagen, und die haben total die Magenschmerzen, haben Schlafstörungen oder auch Herzrasen, Panikattacken. Aber körperlich, die haben dann meistens schon eine ganz lange ETC, der Körper wurde auf links gedreht und wo dann da nichts gefunden wurde, die dann aber zum Psychotherapeuten kommen, die dann zu mir kommen und wo es dann mit der Zeit tatsächlich auch besser wird. Wenn Es man hängt ja auch aber alles zusammen, ne? Also es ist ja, es richtig, gibt also ja nicht Körper. nur Körper und es gibt nicht nur die Psyche, es ist ja alles zusammen und das eine bedingt das andere so, ne? Mein Richtig. Glück war halt damals, dass es halt, dass ich da jemanden hatte, die mich bestärkt hat einfach. Und selbst wenn es psychosomatisch gewesen wäre, wäre es gut gewesen, wenn mich auch darin jemand mit weiterhilft, ne? So, Genau. und das ist halt das, wo ich denke, auch die Peer-Beratung gut ansetzen kann. So, weil selbst wenn es psychosomatisch ist, aber es zum Beispiel, bei mir gab es ja dann, wäre es psychosomatisch gewesen, wäre ja trotzdem die Herzmuskelentzündung ja da gewesen, ne? Richtig. So dass halt da ja dann auch genauso angesetzt werden kann. Woran merkt man denn eine Herzmuskelentzündung? Kannst du das Oh. beschreiben? Ja, also ich hatte Brustschmerzen und Leistungsabfall beim Laufen. Das war das Einzige, was ich hatte. Also ich habe täglich trainiert und hatte 2 Tage Fieber, die habe ich auch pausiert und auch wirklich brav im Bett gelegen Also du und hattest keine Rest Days. zu dem Zeitpunkt nicht. Ich habe doch, ich habe 1 bis 2 Mal die Woche Pause gemacht, aber ich habe halt immer Ausdauer und Kraft abwechselnd trainiert. Dadurch ging das. Und genau, habe dann halt die 2 Tage Fieber gehabt, aber ich hatte keine Grippesymptomatik. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt sage, darauf lässt es sich zurückführen. Ja. Und bin dann wieder zum Fitnessstudio und war auf dem Laufband und habe dann gemerkt, also irgendwas stimmt hier nicht so, ne? Und ich bin dann zum Hausarzt, aber ich falle natürlich vom Alter her nicht in die übliche Kategorie rein. Und ja, bin dann wieder nach Hause geschickt worden mit, ja, es ist bestimmt ein Eisenmangel, nehmen Sie mal Eisentabletten. Also bei mir ist da auch ein bisschen, glaube ich, sehr, sehr viel schiefgelaufen einfach. Es kam dann durch Zufall durch einen Fahrradunfall raus, weil ich dann immer wieder umgekippt bin und dann in der Notaufnahme halt 24 Stunden überwacht wurde. Ja. Ja, genau. Und die zweite Entzündung, da hatte ich tatsächlich eine fette Bronchitis, Verdacht auf Lungenentzündung vorher. Und ich habe die auch auskuriert und bin dann aber einen Halbmarathon danach gelaufen und offenbar muss ich doch irgendwas verschleppt haben. Also ich Ja. war bei 2 Kardiologen, habe es auch absichern lassen, ob ich wirklich starten darf, weil viele wissen das tatsächlich gar nicht, weil mit der Anmeldung, mit der Unterschrift der Anmeldung sicherst du zu, dass du definitiv zu 100% gesund und fit bist. Und ich finde, das sollte man dann aus sich sicher sein, weil ansonsten haftet ja auch keiner. Ja. Genau, und da habe ich mich halt absichern lassen, aber offenbar war da halt doch irgendwas zugange, was man halt noch nicht gesehen hatte. Ja, also was man lernen kann, ist, wenn man irgendwie einen grippalen Infekt hat oder so, auf jeden Fall keinen Sport machen. Auf keinen Fall. Also ich habe jetzt das beste Beispiel heute Morgen gesehen. ich gehe fast täglich spazieren oder alle 2 Tage und bin vor 2 Wochen spazieren gegangen, hatte einen Durchschnittspuls von 110, 111 und war jetzt heute spazieren viel, viel kürzer, viel, viel langsamer und habe einen Durchschnittspuls von 130. So, ne? Also Wow. daran siehst du, dass der Körper arbeitet. Und ich finde, man muss halt auf diese kleinen Zeichen achten einfach. Und das ist dann auch nicht cool, wie sonst was, dass man dann doch laufen geht. Also ganz viele feiern sich ja dann oder, ja, ich habe mich doch zur Arbeit geschleppt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Bringt dir nichts. Also es dankt dir keiner. Ja. Ja. Ja, und das ist, glaube ich, etwas, wo du vielleicht jetzt auch gelernt hast, deinem Körper
mehr auf ihn zu achten, auf die Symptome, achtsamer zu sein, die auch eher Ruhe zu gönnen. Ne? Also wie oft erlebe ich das bei mir in der Praxis, dass die Patienten sagen, ja, ich kann eigentlich nicht mehr und endlich würde ich mich gerne krank schreiben lassen, aber ich muss ja arbeiten so. Dass man sich da wirklich keine Ruhe gönnt oder dann nur ein, zwei Tage, anstatt dann mal wirklich eine Woche oder zwei Wochen raus zu sein, sich auszukurieren und dann wieder durchzustarten. Das ist halt, glaube ich, häufig in der Gesellschaft so, dass man dass es so eine Leistungsgesellschaft geworden ist. Ne? Ja. Immer höher, größer, weiter. Ich habe mich erst letztens tatsächlich gefragt, wo kommt man in das Alter, wo man eigentlich noch gerade Kind war und wirklich brav seine 3, 4, 5 Tage im Bett lag und dann in das Alter von, ja, ich schleppe mich trotzdem zur Arbeit. Ne? Also das ist ja eigentlich so ein langsamer Übergang, das kriegt man gar nicht mit, irgendwie finde ich. Also ich könnte jetzt nicht genau sagen, ab dem Alter bin ich trotzdem zur Arbeit gegangen, so, ne? Sondern es kommt ja dann einfach, schleicht sich einfach ein. Ja. Nochmal so zu dem BVHK. Die haben ja diese Peer-Beratung. Was haben die noch für Angebote? Die bieten zum Beispiel das Mutmachpaket an für die Kleinen, die irgendwie gerade irgendwie eine kleine Herz-OP haben oder spielerisch daran geführt werden sollen, halt im Krankenhaus. Dann natürlich auch Reiterwochenenden, Coachingswochenenden auch für die Eltern. Mhm. Dann gibt es die Segelfreizeit. Cool. Ja, genau. Also ganz viel machen die eigentlich. Also die begleiten halt auch einfach die Familien, weil es ist natürlich auch sehr schwer, wenn du da ein Neugeborenes hast, was irgendwie einen Herzfehler hat und was das eigentlich alles bedeutet, ne, was da auf dich zukommt. Ja, also das kann ich nur bestätigen. Also ich hatte ja dann, wie gesagt, auch viel Kontakt mit den Eltern der ehemaligen Patientin und da habe ich das halt auch früh schon mitbekommen, ne? Dieses, da bekommt man ein Kind und das muss dann schon früh operiert werden und dann das ist auch einfach körperlich. Ich weiß, heutzutage fährt jeder irgendwie gefühlt mit einem E-Bike rum, vor allen Dingen die Rentner, aber auch mehr junge Leute. Und ich weiß, dass sie halt schon in jungen Jahren dann ein E-Bike hatte, damit sie halt überhaupt Fahrrad fahren konnte. Ne? Und da ist es ja auch wichtig für die Eltern, wie gehen die damit um? Auch für Geschwisterkinder, ne? Wenn das eine Kind immer wieder krank ist, ins Krankenhaus muss, die Eltern sich da viel drum kümmern müssen, da fallen halt auch oft Geschwisterkinder irgendwie hinten weg oder unten, ne, drüber weg. Ja. Da gibt es, glaube ich, auch so einen schönen Fachbegriff, so Schattenkinder für. Die stehen dann eher so im Schatten. Und also wenn die Familien da auch Unterstützung kriegen, ist das halt super. Ja, definitiv. Also auch gerade das, was du sagst mit diesem, mit dem E-Bike als Beispiel. Ich habe jetzt mir so einen grausamen Hacken-Porsche, also jetzt nicht grausam, aber ja, ich habe mir jetzt einen Hacken-Porsche zugelegt. Und das war für mich. Was ist das denn? Das kenne ich gar nicht, den Begriff. Das so ein Einkaufstrolli. Ach so, ja, ja, doch. Ja. Hacken-Porsche, geil. Ich habe meinen James genannt. James, meine Gucci-Tasche. ja, das war aber für mich total bestimmt 3, 4 Wochen ein Prozess, mir diesen zu kaufen und das mir einzugestehen, dass ich da aber am Ende tatsächlich Kraft spare mir einfach, die ich dann woanders, wo ich sie gerne hätte, einsetzen kann. So, aber das muss man ja auch erstmal annehmen und akzeptieren und das finde ich halt total schwierig und ich glaube, das ist für ein Kind einfach noch schwieriger, wenn man dann vielleicht auch in der Klasse ist, wo alle wirklich super fit sind. Ne? Also ich meine, ich bin ja jetzt in einem Alter, wo ja auch die meisten Erwachsenen Verständnis dafür haben. Ja. So, und man ja nicht mehr so viele dumme Sprüche bekommt. Also ich kriege trotzdem noch dumme Sprüche, aber auch nicht mehr so viele und kann damit ja ganz anders umgehen als irgendeine 14-, 15-Jährige, die vielleicht gerade mitten in der Pubertät steckt und da aber gerne mit auf die Party möchte oder sowas, ne? Aber das für die vielleicht eine Woche ausgenockt sein bedeutet. Ja. Ja, und vor allen Dingen auch junge Kinder, zum Beispiel auch im Kindergarten oder so, wenn man da eigentlich viel rumtobt, ne? Wenn das alles so gar nicht möglich ist, da einfach auch sich austauschen zu können oder auch als Eltern Unterstützung zu haben,
Aber auch sich dann solche, so einen Hackenpony zu schaffen, um da ja, irgendwie Ressourcen zu sparen, ne? Wie ist denn das jetzt so in Zeiten von Corona? Ist das für dich und andere Betroffene irgendwie auch nochmal besonders schlimm? Also fallt ihr irgendwie auch, seid ihr Risikopatienten, müsst ihr noch mehr aufpassen, euch zu infizieren? Kommen da auch irgendwie dann große Ängste zustande? Ja, also es ist für mich schwierig, glaube ich, darüber wirklich ein Urteil zu bilden, weil ich, also ja, wir sind Risikogruppe. Die große Ding bei mir ist einfach, dass ich einen Job habe, der systemrelevant ist sozusagen. Also ich arbeite in der Notfallpraxis, ich habe Kontakt zu Corona-Patienten, ich habe die auch letztes Jahr teilweise abgestrichen. Es ist halt einfach mein Job und ich kann mich nicht krank schreiben lassen für 3 Jahre jetzt. So, und ich mache diesen Job, aber ich bin da auch ziemlich, ja, was heißt gelassen? Also ich habe Respekt, aber ich habe keine Angst vor Corona, denn wenn es kommt, dann kommt es, ne? So, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns gerade irgendwo infizieren, ist ja ziemlich hoch. Und ich kann aber mit vollem Gewissen sagen, ich habe aufgepasst. Also ich trage auf der Arbeit, müssen wir FFP2-Maske 9 Stunden tragen, durchgehend. Ich fahre nur Bus, wenn es sein muss. Also ich, gut, es geht ja jetzt eh nirgendwo groß hin, aber ich versuche mich da einfach zu beschränken. Ich weiß, dass meine Händehygiene und alles voll korrekt ist. Ich treffe gerade ein, zwei Freunde und ich treffe auch nur Freunde, wo ich zu 100% weiß, die würden mir sagen, wenn sie erkältet sind oder sie würden mir auch, also die sauber sind einfach, ne? Also ich hatte eine Freundin, da kam raus, sie wäscht sich nie die Hände, nachdem sie draußen war. Freundschaft Entschuldigung. beendet. Nee, aber es war tatsächlich ein Problem für mich einfach so, weil sie ja auch dann einfach mich riskiert ein Stück weit. Und ja, darauf achte ich halt einfach. Und ich weiß von anderen, dass die sich halt wirklich isolieren, dass man vielleicht sonst auch einfach spazieren geht auf Abstand. Ja, aber ich habe jetzt keinen, mit dem ich jetzt gerade eng kuscheln würde oder sonst irgendwie. Ja. Also da finde ich immer wichtig, einerseits auf die körperliche Gesundheit zu achten, aber auch auf die mentale. Also wenn ich mich jetzt komplett isoliere, gar nicht mehr rausgehe, keine Menschen mehr sehe, dann habe ich vielleicht und vielleicht auch gar nicht einkaufen gehe, sondern mir alles liefern lassen, dann habe ich sehr wenig Risiko, mich zu infizieren und bleibe höchstwahrscheinlich körperlich gesund, aber die Seele leidet da auch drunter. Und das vermisse ich manchmal auch so in diesen ganzen Diskussionen, dass zu wenig auf die Psyche geguckt wird. Also ich meine, wir merken alle, dass wir langsam am Ende sind. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sicherlich auch so die medizinische Versorgung teilweise, wenn eine wichtige OP ansteht, die wurde sicherlich letztes Jahr auch teilweise dann erstmal verschoben. Dass dann, wenn man dann gerade im Krankenhaus ist und nicht mal Besuch bekommen darf, ne? Also das ist ja alles, was dann auch nochmal zusätzlich dazu kommt. Und wenn man dann halt noch einen Herzfehler hat, hat man wahrscheinlich noch mehr Respekt vor dem Ganzen. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass wir Herzkranke, wir, also eigentlich alle chronisch Kranken, das vielleicht auch ein Stück weit von den Beschränkungen her an sich ja, besser mit umgehen können, weil wir vielleicht vorher auch schon Erprobt nicht so viel sind. konnten. Also ich fühle keine Einschränkungen, ehrlich gesagt. Ja. Mich stört es nicht, dass irgendein Geschäft zu hat. Also das, was mir wegfällt, ist Kaffee trinken mit Freunden in irgendeinem Café sitzen. So, das ist das Einzige, was für mich wegfällt. Ich war nie shoppen oder sonst irgendwas. Ich habe keine große Reise gemacht, weil ich es nicht kann, Ja. einfach gerade. So, und das ist halt, glaube ich, das, was uns vielleicht leichter fällt, aber die mentale Sache ist natürlich, ne? Also gerade weil wir ja auch viel in diesen Diskussionen am Anfang besonders ja auch weggefallen sind, einfach in den politischen Diskussionen. Und da auch einfach auch jetzt in der Impfpriorisierung, ne? Also Herzkranke sind nach wie vor in Gruppe 3, wenn ich mich jetzt nicht richtig irre. So, Echt? also ja. Obwohl, also dann bist du später dran als ich als Psychotherapeut. Also Psychotherapeuten sind jetzt in Gruppe 2 und schwer psychisch kranke Menschen, also zum Beispiel schwer depressive, bipolare Menschen,
oder Menschen mit Schizophrenie. Da frage ich mich auch, wer stuft das ein, wer diagnostiziert das? Oder schreibt gerade jemand Gruppe 4 sogar? Herzwelt schreibt das. Das ist ein Wahnsinn. Also da läuft einiges verkehrt, aber was du gerade gesagt hast, ja, chronisch kranke Menschen, die kommen mal, also habe ich auch so die Erfahrung gemacht, wenn ich so an meine Patienten denke, viele, die schon mal einige Krisen durchgemacht haben oder chronische Erkrankungen haben, die kennen sich mit Krisen aus, die wissen, auf was sie achten müssen. Und denen fällt es häufig gar nicht so schwer momentan. Ne? Also für manche ist es auch eine Erleichterung, weil man nicht ins Büro muss, man kann Homeoffice machen etc. Andererseits ist das dann aber auch irgendwo so ein bisschen so eine Vermeidung, weil man sich mit den Sachen dann nicht so auseinandersetzen kann, so die eigentlich schwierig sind. Und aber ja, wie du sagst, ne, sich mit Freunden treffen, essen gehen, ins Café, das sind alles Dinge, die momentan fehlen und die auch zur psychischen Gesundheit dazugehören, mit Herzerkrankungen und ohne Herzerkrankungen. Und das ist halt etwas, was momentan, ja, glaube ich, sehr, sehr schwierig ist dann. Ja, also ich mache es zum Beispiel so, gerade so jetzt bezogen aufs Studium, dass ich alle 2 Wochen mit einer Freundin skype und wir Ziele setzen. Einmal im Monat essen wir zusammen irgendwie, um auch einfach einen Ausgleich dazu zu schaffen. Mit anderen skype ich auch einfach oder wir telefonieren. Einer geht spazieren, dann ruft der andere einfach an und guckt einfach gerade, ob es passt oder so. Ne? Also einfach auf die Basis gucken. So, und mit 2, 3, 1, 2 versuche ich halt dann spazieren zu gehen auf Abstand und ja, genau. Also die da meisten Freunde sind ja auch einfach angepasst an mir, ne? So, also ich habe natürlich auch viele Freunde verloren, die früher sportlich waren und natürlich sagen, ja, mit dir kann ich jetzt nicht mal laufen gehen. Ja, nee, ich setze mich mit dir in kein Café, das ist Zeitverlust oder so, ne? Okay. So, und dann lernt man natürlich auch das zu schätzen, wer die wahren Freunde sind so. Und die wahren Freunde, die gehen mit mir auch nur 20 Minuten spazieren, so, ne? Mhm. Und kommen dafür extra und halten mit mir auch 3-mal an, wenn das an schlechten Tagen nötig ist. Ja, also da merkt man, das beschränkt sich nicht nur auf den Herzfehler, auf den Herzschrittmacher, sondern auf das alltägliche Leben, dass vieles nicht so möglich ist, wie wenn man ein gesundes Herz hat. Ja, genau. Und mein Vorteil ist halt, glaube ich, gerade zur Corona-Pandemie einfach, dass ich halt einen Job habe, wo ich halt rausfahre. Ne? Ich habe kein Homeoffice, definitiv nicht. So, und ich habe da natürlich dann Kontakt, ne, zu Menschen. So ist natürlich nicht der soziale Kontakt, den man zu Freunden so hat, aber es ist ja trotzdem ein sozialer Kontakt da. Und ich glaube, das ist mein großer Vorteil zu anderen halt, die einfach wirklich Homeoffice haben und wirklich nur drin hocken dann. Da stimme ich dir voll zu. Also wenn ich jetzt, also ich gehe ja auch immer in die Praxis und sehe meine Patienten dort, eigentlich fast alle. Es gibt 1, 2, die sagen, sie möchten das dann lieber per Videosprechstunde machen. Aber das tut den Patienten gut, weil die dann wenigstens mal einen Termin haben, wo sie nach draußen können. Aber es tut auch mir gut, so, weil sonst sehe ich halt auch sehr, sehr wenig Menschen momentan, einfach weil ich mich auch nicht infizieren möchte. Ich meine, die Zahlen hier bei uns, die sind jetzt sehr gering. Also wir sind im Kreis bei unter 36 oder, bei 36 oder so. Aber es kann ja auch schnell wieder anders sein. Und da muss man halt immer aufpassen. Ich lüfte regelmäßig, wir sitzen auf Abstand. Und aber da, das ist schon ein Privileg, dennoch arbeiten gehen zu können. Ne? Ja, total. Also das merke ich auch einfach zu anderen, ne, die Homeoffice machen. Also das merke ich schon, dass das halt wirklich gerade ein Privileg einfach ist, ja. Ja. Nochmal so zum Verein. Was, du hast ja schon ein bisschen mit denen so zusammengearbeitet, was schätzt du da besonders und was kannst du anderen Betroffenen oder Angehörigen da ans Herz legen? Ich schätze einfach die Bandbreite von denen, die, was die einfach alles machen, bewegen und dass sie halt einfach da sind als Ansprechpartner. Denn ich habe einfach das Gefühl, dass Herzthemen einfach in Deutschland sowieso sehr auf die leichte Schulter genommen wird. Vor allen Dingen bei jungen Menschen.
Ja, vor allem, weil es halt die nur Oma von nebenan, die nimmt ja auch ihre Herztabletten, der geht's gut so, ne? Und dass gerade bei jungen Menschen dann das gar nicht so wahrgenommen wird oder gar nicht so thematisiert wird, nicht bewusst ist, dass es halt auch junge Menschen treffen kann. Und genau da setzen sie ja an und unterstützen genau die jungen Menschen, ne? Und sind da halt einfach Ansprechpartner und vor allem begleiten sie die ja auch, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, hey, du hast deine Herz-OP hinter dir mit 3 Jahren. Ciao, Kakao. So, sondern dass die dann halt auch wirklich sagen, hey, wir begleiten dich ins Erwachsenenalter auch einfach und sind da weiterhin für dich Ansprechpartner einfach. Ja. Was würdest du dir denn für Betroffene in der Gesellschaft mehr wünschen? Dass man mehr anerkannt wird. Einfach so. Und dass das nicht so auf die leichte Schulter genommen wird. Dass das nicht immer so abgetan wird. Einfach so. Also, dass die besser zuhören. Auch einfach. Und dass das nicht so, ja, wieso meine Oma von dem Mann hat das doch auch. So. Aber es ist halt nochmal was ganz anderes, ne? Also, ich habe ja das zum Beispiel gehabt, dass ich in der Herzschrittmacherambulanz mitten ins Gesicht bekommen, gesagt habe, von wegen, ja, tut uns leid, wir haben keine jungen Patienten mit Herzschrittmacher und erst recht keine Jungen, die Sport machen. So, und wie ich auch teilweise angeguckt wurde bei Wettkämpfen, wenn ich dann sage, ja, aber ich habe einen Herzschrittmacher. So, ne? Dass das nicht mehr so, natürlich ist das was Außergewöhnliches oder was nicht so oft vorkommt, aber Gott sei das, Dank. genau, definitiv. So, ne? Aber dass man einfach mehr mit integriert wird und dass man nicht angeguckt wird wie eine Außerirdische und dass das halt auch einfach in der Politik ankommt, dass chronisch Kranke nicht immer Alte sind, sondern genauso auch Junge sein können. Junge Erwachsene, Kinder, Jugendliche einfach. Ne? Und dass das nicht so, ja, wieso, die hat doch ein Herz-OP mit 2 Jahren gehabt, das ist doch nicht so schlimm. So, das, Da ja. fällt mir gerade ein, wie lange hält dieser Herzschrittmacher? Also wann muss der ausgewechselt werden? Ja, man Also sagt weil so da, 10 Jahre. bitte? 10 Jahre. Weil da erinnere ich mich auch bei meiner ehemaligen Patientin, die hatte dann irgendwann, musste der dann wieder gewechselt werden. Und Ja. ja. Und wenn ich jetzt irgendwie, also was, wie kann man den Betroffenen als Angehöriger oder als Freund, als Freundin gut helfen? Also was unterstützt euch? Was kann man sagen? Was sollte man unterlassen? Wie kann man euch gut unterstützen? Ich glaube, einfach da sein und ernst nehmen. Ne? Also nicht immer das sonst Lächerliche ziehen, wobei ich das auch finde ich auch immer so auf die Person drauf ankommt. Ne? Also ich habe Freunde, ich kippe ja leider immer noch um. Und ich habe Freunde, die springen dann Sprüche, ja, Physik, keine Ahnung von Physik, aber hinfallen kann sie gut, so, ne? Irgendwie, also so, wo ich dann auch sage, so, hey, kann ich voll drüber lachen, so, weil es von dir kommt, so, ne? Wenn das jetzt aber irgendwer sagt, der sowieso das Ganze einfach nicht so ernst nimmt oder ins Lächerliche zieht, dann, sorry, kann ich da auch nicht drüber lachen. Also dann passt das einfach in manchen Situationen nicht. Und ich glaube auch einfach anpassen, aber nicht überbehüten. Also Also nicht sagen, hey, komm, du kannst übervorsichtig sein. trotzdem mit, aber ich pack dich jetzt hier nicht in Watte ein, ne? So, also man kann sich eigentlich ziemlich darauf verlassen, dass Herzkranke das auch sagen, wenn sie nicht mehr weiterkommen können. So, oder wenn es halt gerade nicht geht oder sie eine Pause brauchen. Natürlich muss man das am Anfang lernen, aber wenn man dann vielleicht einfach von außen sagt so, hey, pass auf, ich muss mal kurz meine Nase putzen, weil man merkt, der schnauft wie sonst was und kann sich das vielleicht gerade nicht eingestehen. Dann macht man das vielleicht auf der andersrum, ne? Dass man sagt, hey, komm, mein Schnürsenkel ist gerade auf, ich mach dir mal zu, dass du mal kurz so ein bisschen zur Luft kommst oder so, ne? Man muss es ja nicht immer sofort heraus ansprechen. So, und demjenigen noch mehr das Gefühl geben, dass er gerade nicht kann, weil das ist halt schlimm, dieses Gefühl am Anfang, muss ich wirklich zusagen. Weil es halt einfach schwierig ist, das einfach im jungen Alter zu akzeptieren dann. Also da sein, zuhören, ein offenes Ohr, Ja. einen auch mitnehmen, nicht in Watte packen, aber auch irgendwie ja so ein bisschen dann so einen Kompromiss finden, dass man dann auch sagt, okay, wir gehen spazieren, aber dann gehen wir halt nicht eine Stunde, sondern 20 Minuten spazieren. Ja, und auch einfach sonst, wenn man merkt, hier, ich komme bei demjenigen nicht weiter, auch sagen, hey, wie wäre es, wenn du dir Hilfe holst?
So, ne? Also das dann halt auch wirklich dann doch ansprechen und auch sagen, hier, schreibt den BVK an, schreibt der Peer-Beratung, komm, wir suchen zusammen einen Psychologen oder keine Ahnung, es muss ja nicht immer gleich ein Psychologe sein. Es kann ja genauso auch einfach, keine Ahnung, ich mache eine Coachingstunde oder ich hole mir sonst wo irgendwie einen Termin bei einer Beratungsstelle erstmal oder sowas. Man muss ja nicht immer gleich mit der Tür ins Haus fallen und sagen, hier, du brauchst jetzt sofort eine Therapie. So, das ist ja auch nicht immer zwingend nötig. Da fragt gerade jemand, ob das Gespräch gespeichert wird. Ja, wird es, wenn ich das hinbekomme. Also ich hoffe auf jeden Fall. Wir sind auch gleich schon am Ende. Wir haben noch so 4 Minuten. Habt ihr irgendwelche Fragen noch oder gibt es etwas, was dir noch sehr, sehr wichtig wäre? Also ich bin mit einer Erkältung. Genau. Das ist das oberste Gebot. Ja. Immer aus Herz hören. Und wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, dass da irgendwas nicht stimmt oder sowas, geht zum Arzt. Also viele sagen immer, ja, keine Ahnung und schreiben dann irgendwie irgendwelche Leute an, die dann aber immer schreiben, ja, ich bin kein Arzt. So. Und dass man dann einfach zu seinem Arzt geht und wenn das nicht der Arzt des Vertrauens ist, dann sucht man sich einen Arzt des Vertrauens. Also dann muss man einfach jemanden finden, dem man vertraut und wo man das ansprechen kann und sagen kann, hey, ich habe Herzstolpern oder sonst irgendwie und dass der das einmal abcheckt. So. Ja, also das kann ich ja wirklich auch sagen. Die Gesundheit ist wirklich alles. Bei mir jährt es sich ja jetzt bald auch, dass ich fast vor einem Jahr da fast gestorben bin. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und man muss sich vielleicht auch überwinden, zum Arzt zu gehen, sich Unterstützung zu suchen. Das ist nicht immer leicht. Aber ohne unseren Körper sind wir halt nichts. Und dann kann man sich so gut um die mentale Gesundheit kümmern, wenn die körperliche Gesundheit dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Ne? Also da habe ich ganz, ganz viele Fehler gemacht. Ich habe meinen Körper nicht ernst genommen. Und es ist nicht leicht, aber es ist total wichtig. Und wir dürfen unserem Körper, glaube ich, sehr, sehr dankbar sein. Also das habe ich im Oktober gemerkt, als ich mir meinen Oberschenkel gebrochen habe. So, wenn man nicht mehr laufen kann, dann merkt man, wie wichtig das Laufen ist. So. Und deswegen genieße ich das jetzt, wieder ganz normal laufen zu können. Und aber so weit sollte man es nicht kommen lassen. Ne? Ja, und egal, wie eingeschränkt man ist oder wie eingeschränkt es sein wird, das Leben ist trotzdem schön. Also das ist nicht das Ende. Es ist jetzt nicht irgendwie so, ja, jetzt liege ich nur noch im Bett oder sowas. Man kann trotzdem auch Positive da drin rausziehen und auch sehen einfach. Also ich habe auch Tage, da liege ich halt von morgens bis abends im Bett, ärgere mich natürlich erst, dass ich nichts geschafft habe so und sehe dann aber, hey, A, ich habe mir Zeit genommen für meinen Körper. B, das Positive ist vielleicht, ich musste nicht den ganzen Tag schlafen, sondern konnte Netflixen, so, ne, hart gesagt. Aber es ist halt einfach so, dass man immer eigentlich was Positives rausziehen kann, was einen weiterbringt und auch einfach eine gewisse Selbstzufriedenheit dann trotzdem bringt, auch wenn man sagt, hey, ich schaffe keinen Ironman mehr, ne? Ja, so. Und das hast du ja auch ganz am Anfang schön gesagt, dass du erst unbedingt immer einen Ironman laufen wolltest und jetzt studierst du. Das hättest du, wenn du Sportlerin geblieben wärst, nie hinbekommen. Und dass sich dann die Ziele neu setzen. Ne? Ich habe mich früher immer gefragt, warum habe ich diese scheiß Essstörung bekommen? Aber jetzt bin ich in Anführungsstrichen dankbar dafür, weil es mich zu meinem Beruf gebracht hat. Ich wusste dann direkt, ich will Psychotherapeutin werden. Und ich bin immer noch auf dem Weg daraus, aber und es ist manchmal nicht leicht, aber ich habe da ein Ziel und das nicht aus den Augen zu verlieren und auch für sich und sein Leben und seine Gesundheit zu kämpfen. Und da bist du ja ein ganz, ganz tolles Beispiel für. Ja, und man ist ja trotzdem Sportlerin, auch wenn ich nicht 20 Kilometer Rennrad fahren kann gerade oder 40 Kilometer laufen kann, bin ich trotzdem Sportlerin, weil ich mache ja trotzdem ein bisschen Sport. So, ne? Also es ist ja, es gibt ja kein Schwarz-Weiß, es gibt auch was dazwischen. So. Es muss ja nicht gleich Null-Sport sein, sondern ich bin genauso Sportlerin und fit und ein guter Mensch, auch wenn ich nur gerade 10 Minuten Rennrad fahren kann. Ne? Ja. So, also man ist nicht weniger wert oder ja, keine Sportlerin. Genau. In dem Sinne. Ja. Ja, also wie gesagt, es gibt den BVHK, das ist ein ganz toller Verein, den findet ihr auch hier auf Instagram. Da gibt es die Peer-Beratung für Betroffene mit einem angeborenen, aber auch mit einem erworbenen Herzfehler. Und die machen ganz, ganz wertvolle Arbeit.
Gibt es noch etwas, was du zum Ende hin sagen möchtest? Außer Ich kann mich Sport komplett bei dir verpönt anschließen. bei Erkältung oder Ja. Krankheit. Einfach, dass das Leben auch trotzdem schön ist, auch wenn man Einschränkungen hat. Ja. Dass man sich dann nicht aufgeben sollte, sondern einfach schauen sollte, was man alternativ irgendwie machen kann, was einem erfüllt. Richtig. Und egal, was Ärzte sagen, man sollte sich mit der Diagnose, wenn man es nicht annehmen kann, ich bin jetzt unsterblich krank, so sich dann noch eine zweite Meinung einholen und sich da nicht von Prognosen irgendwie leiten lassen. Also nur weil man sagt, ich bin austherapiert oder ich werde nur noch so und so lange leben, sich da nicht von runterziehen lassen, sondern sein Ding machen und seinen Weg gehen. Denn auch Mediziner sind Wissenschaftler, die haben das studiert, die haben viel Erfahrung, aber jeder Mensch ist einzigartig und kein Arzt oder Ärztin ist Hellseher. Ja. Und man kann auch echt viel rausholen selbst, einfach mit Physiotherapie oder sonst irgendwas. Also ich merke das auch, dass ich brauche eine gewisse Bewegung einfach im Alltag und meine Physiotherapie, um auf diesem Level gut zu bleiben. Aber ich bleibe auf diesem Level, ich verschlechter mich gerade nicht. Ja. Und das ist gerade wertvoll und das muss man aber halt auch wissen, dass man da auch selbst nochmal viel zu beitragen kann und dass natürlich auch die mentale Gesundheit dazu gehört, ne? Und wenn man Hilfe braucht, dann soll man sich die Hilfe holen und Ja. nicht sagen, nee, ich traue mich nicht. Das ist keine Schande. Also es Ja. ist genauso, wie jetzt, wenn ich zum Arzt gehen würde, halt, aber einfach für die Psyche. Sehr gute Schlussworte. Es hat mir echt viel Spaß gemacht mit dir, Ja. Ricarda. Ich wünsche dir und euch Ebenso. allen noch einen schönen Abend. Bleibt alle gesund und achtet gut auf euch. Dir auch. Ciao. Valentinstag. Ja, ciao. Ciao.